Schaut in die Ferne. So, Gruppe 2. Wie ihr befehlt. Bis in den Tod. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir erledigen das. Einer eurer Helden wird angegriffen. Habt ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Reiterei, Konterangriff. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie ihr befehlt. Zurückziehen. Jetzt könnt ihr zeigen, was Pilgrim. Ihr gelernt habt. Achtung. Sprengung. Salem. Du da auch. Werden sie schauen, die Schakale. Gruppe 2, vorrücken. Und wie sind unsere Scharfschützen so kaputt? Ja, so soll es sein. Lehrt Gruppe 2 da. Fürchten. Und Macht da. Pilzalle! Nein! Euer Wunsch ist mir Befehl. Der Tag der Abrechnung. Steuer und Sold werden. Und zurückziehen. In Ordnung. Vor allem du. Hier. Ja. Aufgefüllt werden. Ausbau. In der Zwischenzeit verkaufen wir mal ganz kurz da. Kaufen wir uns mal ganz kurz einen Haufen Steine hier. So 3000. Ausbau vollkommen. Ein Held. Teuer, teuer, ich weiß, aber muss sein. Zurückziehen. Das kann ich. Wie sind die Helden bei Armee 3 drinne? Wie sind die Reiterei bei Armee 3 drinne? Armee 3 sollten eigentlich nur die beiden Helden hier sein. Angriff! Angriff! Ich könnte schwören, ich habe gerade. Egal, zurückkomm. Dort oben im Baum. Wir erledigen das. Für Ruhm und Ehre. So, haben die überhaupt noch Kanonen? Nieder. Ich da hinten ist eine Eisenkanone, die muss auch gleich weg. Aber hier haben sie noch eine, ja. Jawohl, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, Gruppe 2, vor. Ja, zurückziehen, gedacht. Reiterei. Sofort. Und jetzt hier. Für Ruhm und Ehre. Ach, die beiden lasst schon mich wieder. Eure Wunden sehen. Hier, auf die für Kanone. Für Ruhm und Ehre. Habt ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Also auf die hier. Auf in den und danach erschießt ihr aus der Entfernung diese komischen Türme. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Da so bleiben, da bleiben, da bleiben. Unbesorgt. Zahlt da. Ja, Herr. In Ordnung. Attacke! Da ist nur noch eine Kanone übrig. Leert sie willst du mich durch. Verarschen? Macht sie nieder. So, weg damit. Gern. Seid unbesorgt. So, Reiterei. Einer von euch ist fast kaputt, der zieht sich zurück und wird wieder aufgefüllt. In Ordnung. Hier, dieser Turm. Attacke. Macht kaputt. Leert sie das Fürchten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Quick Save. Auf in den Kampf! Feinde haben einen Weg attackiert. Für Ruhm und Ehre. So, nachladen, feuern. Und die Motte. Ergreift sie. Kommt noch eine Salve und dann zurückziehen. Okay, eine können wir noch. Die Mutter kann noch weg. Zurückziehen. In Ordnung. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Ergreift sie. So, das gleiche machen wir gleich nochmal bei dem anderen Turm. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Aber Armee 2 müssen wir kurz zurückziehen, damit sie wieder aufgefüllt werden. Angriff. Armee 1 kümmert sich drum. Armee 3 sind die beiden. Achtung! Gleich macht es Raps! So. Nehmt das hier! Und da kommen noch mehr raus, natürlich. Kunchi, nein, nicht du auch! Der Kunchi! Wer sich immer dazu drängeln muss. Ich zeige euch den Weg. Ergreift sie!
zurückziehen. Ja, verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Marsch. Dort oben im Baum. Bewegung Kunchi. Auf in den Kampf. So, Reiterei erledigt die. Ihr jetzt da drauf. Könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, schön wär's. Nur Mut. Wir werden siegen. Ergreift sie! Und da hinten ist auch alles randvollgefüllt mit Kanonen. Attacke! Ihr werdet angegriffen. Quick Save. Da ankommt. Verstärkt man ganz gut unsere Schützen. Aha. Komm mal her. Wir werden jetzt diese Mauer als unsere Verteidigungsbasis nutzen, weil die Gegner nur von einer Seite aus angreifen können. Lehrt sie das fürchten! Das bevorteilt uns ein bisschen. Zurückziehen. Können wir ja zwischen. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja gar keinen Handel mehr hier. Ah doch, den haben wir noch. Ja, welcher Turm? Kunchi, guck mal, welcher Turm da ist. Wir erledigen das. Nein, nein, nicht die Kunchi. Natürlich. Wir hätten einen neuen rekrutieren können, ich weiß. Aber ich hätte jetzt keine Lust. Ah ja, genau, da waren wir noch. Diese Motte. Ihr. Helden. Dahin. Das Falle. Kann kein Ungläubiger besser. Kanone. Drake. Wir haben hinten noch so einen Turm, der weg muss. Ja. Drake, verstärken. Wir werden sicher treffen. Schaut in die Ferne. Für Ruhm und Ehre. Seid unbesorgt. Ich werde meine schwere Reiterei nicht einfach sinnlos in den Tod schicken. Das ist das Problem. Angriff. Der Tag der Abrechnung. Stolz und Sold werden gezogen. Auf die anderen Schützen, die sind gerade gefährlich. Attacke! Lehrt sie das Fürchten! Nur Mut! Komm, mach die Turm einfach platt. Nur Mut! Wir werden siegen! Die Uhr wieder anmachen und ein Quicksave. So, zurückziehen, Handel abgeschlossen, Truppen zurückziehen, auf die Schützen. Für Ruhm und Ehre. Ich ziele mit. Ach, jetzt geht das. Gut, ich beschwere mich nicht darüber, die Belagungskanone ist weg. So, hoffentlich kommt jetzt nichts mehr nachgespawnt. Von deren Gesindel. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich könnte schon. Handel ist abgeschlossen. Gruppe 0. Wir brauchen hier unten einen Schießplatz. Und einen Stall in der Theorie auch. Ach, Quatsch. Wir schicken Gruppe 2 erstmal. Diesen Trupp zurück zum wieder auffüllen. So soll es sein. Und die Reiterei auch komplett zurückschicken zum Auffüllen. Das werdet ihr büßen.
erschießen. Drake kann das böse, böse Tor erschießen. Ach, Quatsch. Das ist mal gequicksaved. Mit Vergnügen. Und Drake für kann sich dann ein kleines Duell mit den Kanonen liefern hier. Auf sie! Es ist Zeit. So, Kunchi, näher ranrücken. Wir müssen mehr sehen. Ich zeige euch den Weg. Und wir sehen noch mehr Kanonen. Und den Steinbruch. Schaut in die Ferne. Macht sie nieder. So, weg damit. Ergreift sie. Wenn wir vorrücken wollen, stehen die Teile nur im Weg. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Auf sie! Und es ging die nächste Kanone. Aber sicher doch. So, das sieht schon besser aus. Ich könnte schwören. So, jetzt ist noch einer Tür wieder einen Platz frei und den füllen wir damit, dann sind wir wieder einen drüber. So einfach ist das. Marsch. Sofort. Kunchi. Schaut in die Ferne. Was haben wir hier denn noch so? Ich ziele mit Bedacht. Einmal weg damit. Jawohl, aber natürlich, aber natürlich. Wie ihr befehlt. Macht sie nieder. Ach gut, die Banditen haben wir gleich. Für Ruhm und Ehre. Der Schwerreiter hat sich auf jeden Fall ganz gut geschlagen. Zahltag. Wäre auch vermutlich aber trotzdem einfacher gewesen, wenn wir einfach mit Arbalestenschützen reingerannt wären. So soll es sein. Ja, mein Herr. Jawohl. Jawohl. Ergreift sie. Einer eurer Helden wird angegriffen. Zielt ganz genau. Macht sie nieder. Bis in den Tod. Angriff. Das werdet ihr büßen. So, euch kriegen wir. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja. Angriff. Seid unbesorgt. Na, den Spenden sparen wir uns auf. Lehrt sie das Fürchten. Kunchi. Nachrücken bitte. Jawohl. Reiterei ja. Und Helden Nein, bitte auch. Mohammed, es sei. Schaut in die Ferne. Guck, was haben wir hier oben? Schaut in die Ferne. Mhm. Aha, das Dorfzentrum, das wir wollen. Seht durch mein Fernglas. Wird es noch von irgendwas bewacht, was böse ist? Nein. Schicken einen Haufen vandalierender Reiter da hoch und die machen dann kurz einen Prozess damit. Dafür sind wir genau die Gruppe 0 angetanzt. Ja, ja. So sei es. Der Tag der Abrechnung. Steuern und das ist eine Kiste. Gold werden gezahlt. Aber wir kommen wieder ran. Sicher doch. Ich zeige euch Quick den Safe. Das ist ein Leuchtturm. Mit Vergnügen. Die Berlin sind Geschichte. Wo ist Marie dem Officier? Hahaha, Friedrich, faltet ihr mich. Ihr habt keine Chance gegen uns. Vielleicht waren meine Banditen zu schwach, aber die drei anderen werdet ihr nicht so leicht bezwingen. Geht auf, Wunschdenken führt euch in den Tod. Hahaha.
Ich werde jetzt warten, den anderen warnen, damit ihr keinen Überraschungsangriff starten könnt. Ha, euer Volk ist verloren, ihr werdet alle sterben. Die allen gehört uns und was auf dieser Insel ist, Schnauze. Macht euch auf etwas gefasst. Miststück. Die ist ja komplett durchgeknallt. Und ich bin interessant. Der Verrückte warnt die anderen. Und wir können es nicht verhindern. Du kannst sie einfach erschießen mit deinem Superpräzisionsgewehr? Ja, das Problem ist nur, wenn diese Mistgestalten von den Nebelkriegern hier auftauchen, sehen wir alt aus. Wir sind noch nicht bereit, uns gegen sie zu verteidigen, geschweige denn anzugreifen. Dann wir machen klar erst unsere Stadt. Dann forschen, wir müssen Kriegswaffen und herstellen viele Armee. Angreifen werden wir werden dann. Barbaren, Dukesvolk und Nebelvolk einzeln. Sonst nicht schaffen wir untergehen. Gemeinsam sie stark sein. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Das kann ich. Wir kümmern uns darum. Die Banditen Mary Slotte können... ja... Gruppe 0. Wir bräuchten diesen Siedlungsplatz. Seht durch mein Fernglas. Jawohl. Wie ihr wünscht. Es ist. So, ziehen wir unsere Armee kurz mal zu uns zurück. Bin gespannt, ist es hier unten jetzt weg? Ah, ich weiß nicht. Ah, Dorfbar ist hier. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Jawohl. Quick Save. Stimmt ja, den wollen wir, können wir jetzt anquatschen. Hey, mich kenn ich. Du warst auf Desert Island. Gehörst du zu den Tyrannen? Ja, ich war auf Desert Island. Marie de Morfichet hat mich betrogen. Diese Bitch. Ich werde euch helfen, auf die andere Seite des Flusses zu kommen. Der einzige Weg an der Ostküste ist durch den Felsen versperrt. Leider. Wo hat sie dich betrogen? Und wie? Wir können eine Brücke bauen. Technologie. Hier sind zwar noch Skizzen und kleinere, unvollständige Pläne, aber gut zu gebrauchen. Damit weiter zu arbeiten, neue Technologien für die Aufrüstung zu erforschen. Na komm her mit den Skizzen. Ich nehme deine Pläne gerne, aber das wird die Arbeit beschleunigen. Hat mich gefreut. Ich komme später auf euch zu sprechen. Was? Um die anderen drei Völker zu schlagen, müsst ihr euch aufrüsten, deshalb ist es sehr sinnvoll, neue Technologien zu erforschen. Ihr benötigt kostbare Zeit. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ihr besitzt die Pläne von Rain Doofbar. Dadurch werden die Forschung beschleunigt, erforscht so viele Technologien wie möglich. Ach, wir können jetzt einfach Technologien erforschen und Ende. Sehe ich das richtig? Ach, der schaltet Stück für Stück die ganzen Technologien frei. Das ist nett. Die Erforschung einer neuen Technologie. Ich weiß nicht, die Technologien werden jetzt einfach doppelt so schnell irgendwie erforschen oder so. Dass wir dann einfach hätten erforschen müssen, was wir erforschen konnten, aber scheint nicht so. Ihr benötigt kostbare Zeit, aha. Jetzt können wir uns auch die Wetten Scharfschützen konzentrieren, die wir haben wollen. Ich zeige euch den Weg. Es schneit. Und dann machen wir das auch. Aber erst nachdem wir fertig sind mit dem Technologiekram. Eine eurer Lebensrichte wird bald leer sein. Das Teil hier zulegen. Hier oben ist eigentlich ganz gut. Das Blöde ist, da haben wir keinen Platz diesbezüglich. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Ich habe alles beobachtet, Mary. Wie konntest du nur? Wie konnte ich nur was? Ich habe es versucht, aber... Versucht? Versucht? Du hast unterschätzt auf einen Fehler. Kerberos wird diesen Fehler nicht tolerieren. Und das wird dein letzter sein. Was hast du vor? Mich Kerberos überbringen und sterben lassen? Nein, das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich werde dir helfen. Aber nur, weil du meine Cousine bist. Du wirst an meiner Seite kämpfen. Zusammen werden wir die Greenlander beseitigen.
Du lässt mich in deine Stadt und ich darf mit dir kämpfen? In Ordnung, ich weiß es zu schätzen. Sie werden angreifen, wenn wir es nicht tun. Nein. Oh ja, das werden sie bestimmt, meine Süße. Und glaub mir, es ist besser, sie werden, wenn sie zu uns kommen, als dass wir zu ihnen gehen. Ich glaube ja. Die Banditen sind erledigt und der Anführer Mary ist geflüchtet, findet Mary Vark und sein Volk die Barbaren. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja. Okay, die Technologien sind alle freigeschaltet. Aber den Leuten gehen wir erst in der nächsten Aufnahme nach. Ich muss wieder eine Aufnahmepause machen. Diese Maps zehren. Gut, schauen wir mal. 60 zerstörte Gebäude, 0 verloren. 589 Gegner, 98 Gegner erledigt. Und 21 Leute verloren. Hier sind die Punkte. Das ist der Hauptbildschirm. Und liebe Gemeinde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wenn wir den Barbaren auf die Schliche kommen und die dann massakrieren. Und vielleicht auch die anderen Völker. Jetzt, da wir endlich den Aufbau unserer Stadt mehr oder weniger hinter uns haben und wir Scharfschützen setzen können, damit wir nicht mehr unsere Helden in den Kampf schicken müssen, dann einfach nur sterben. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann, viel Spaß und Cheerio!